So, dann gehe ich mal ein bisschen raus. Okay. Also, hier unten gibt es sehr viel, was ich noch nicht ausprobiert habe. Da unten, genau. Gut, das war das. Und hier geht es jetzt runter zu wieso ist das so rot? Ah, weil ich hier nicht lang darf. Okay. Aber komme ich da runter? Ah, das ist wahrscheinlich, wenn ich dann den Push hab. Oh Gott, Gott, Gott. Der ist ja hier. Stimmt, hierher. Tschüss. Junge, Junge, Junge. Wow. Der muss mich jetzt einmal nur noch treffen, ne? Dann bin ich am Arsch. Wo ist er denn da? Dieser letzte Schlag ist halt so fies. Du bist fies, Junge. So. Gut, ich habe kaum Leben. Let's go weiter. Sie öffnet sich nicht. Oh, jetzt komm. Achso, daneben. Achso. Zum Glück kommt nur eine. Warte. Jetzt machen wir nämlich einfach nur One-Shot bei denen. Ich bleib mal erstmal bei dem Einser. Und wenn da mehr kommen, dann hole ich mir eine zweite einfach hier. Okay, jetzt geht's da runter. Darf ich fragen, ob. Gott. Darf ich fragen, ob es hier irgendwo wo soll das denn gewesen sein? Einen Speicherpunkt gibt.
Ach, nee. Da komme ich doch nicht runter. Hä? Unerkundet. Ja, von wegen unerkundet. Ah, war's das jetzt hier mit Dathomir? Oder soll ich nochmal herkommen? Beziehungsweise, war's das jetzt von wegen, ich soll nochmal herkommen? Oder gibt's hier noch irgendwas zu erkunden? Ja, 0 von 2 Geheimnissen. 0 von 1 Geheimnis. 80% erkundet. Aber wo kann ich denn noch hin? Hier habe ich alles erkundet. Aha, okay. Also, ich kann nichts mehr erkunden. Und das Geheimnis finde ich erst, wenn ich da durchkomme. Geblockt. Also komme ich wahrscheinlich zurück, wenn ich den Machtwurf habe. Den Machtpush. Und dann kann ich da durch das Gitter wahrscheinlich durch. Gut, dann war's das, glaube ich, hier auf Dathomir. Ich will echt wissen, was mit der Schwester der Nacht ist. Hallo. Endlich. Schön, dass du unversehrt zurück bist. Es war ein paar Mal ziemlich knapp. Na. Sag bitte, dass dich nichts verfolgt hat, Kleiner. Ich glaube nicht. Wir kriegen das hin. Wir schützen uns gegenseitig. Keine Ahnung, ob du mich gerade belügst oder nicht. Aber ich erwarte von dir, dass du genau das machst. Und wenn nicht, werde ich dich heimsuchen. Brauchst du was, Grace? Ja, sicher. Ich bin so richtig in Stimmung für einen schmerzhaften Tod. Kannst du mir auf diesem Todesplaneten etwas in der Art besorgen? Oder würdest du mir einfach irgendetwas bringen, das mich für den Rest meines jämmerlichen Lebens heimsucht? Das wäre wirklich schön, du Spinner. Hey. Lass mich in Ruhe, es sei denn, du willst mir sagen, dass wir von hier abhauen. Ja, ich würde sagen, wir hauen hier ab, weil, naja, ich weiß nicht, was es hier noch gibt. Interagieren. Hey, Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Okay. Da war eine Schwester der Nacht. Und was dann? Wie geht's dir? Alles gut, aber es war klar, dass wir nicht willkommen sind. Sie war nicht allein. Die Brüder der Nacht? Ich glaub schon. Oh nein, es gibt noch mehr davon? Ich weiß nicht viel, aber Cordova sagte, die Brüder der Nacht dienen den Hexen von Dathomir. Ein Glück, dass du noch lebst, Kerl. Können wir bitte starten? Wäre eine Option. Wir können später zurückkommen, wenn du nicht bereit bist. Bereit schon, aber... Ist dir etwas über die Schwestern der Nacht von Dathomir? Ein bisschen. Viele Jedi wussten nicht mal von ihrer Existenz, aber als Cordovas Schülerin hatte ich einen tieferen Einblick. Er hielt sie immer für interessant, wie die meisten alten Kulturen. Und was dachte dir? Ich war nie hier. Wollte es auch nie. Das war ungefähr zu der Zeit, als sich unsere Wege langsam zu trennen begannen. Die Dunkelheit hat immer Auswirkungen, so oder so. Schwestern der Nacht sind sehr stark. Sei da draußen auf alles gefasst. So, ja, hier, genau, hier können wir auch Lichtschwert anpassen. Oh, meditieren. Sehr schön. Weil wir haben nämlich einen Fähigkeitspunkt. Dann holen wir uns mal den Kick. Oder wir holen uns das verstärkte Verlangsamen. Okay. Und den Kick, ja, der kommt später. Gut, Ausruhen müssen wir ja nicht, weil wir uns ja jetzt dann fortbewegen. Ich weiß echt nicht, ob es auf Dathomir
Ob ich da noch was machen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil, naja. Es gibt zwar 3 oder 4 rote Bereiche, aber alles andere habe ich angeschaut. Deswegen, ich hoffe, mit der Schwester der Nacht geht es noch weiter. Weil es hieß ja, dass sie, sehen wir es uns an. Dass sie vom, also die letzte Überlebende ist, beziehungsweise sie hat halt mit angesehen, wie ihre Familie gestorben ist, deswegen. Alter, 3 von 16 Truhen, 1 von 4. Ja, komm, da, okay, da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ich meine, 3 von 16 Truhen. Und vor allen Dingen, ja, das Geheimnis um die Schwester der Nacht will ich noch herausfinden. Weil die fand ich auch immer ziemlich interessant, auch wenn sie ziemlich creepy sind. Gut, reisen wir zur Hauptquest nach Sepho. Ah, Jungs! Die ganze Reise hat die Mantis ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ach, und vorher war sie makellos? Sie war ein Meisterwerk, aber jetzt, ha! Wundern Sie sich nicht, wenn Sie eine Rechnung kriegen. Oh, da braucht wohl jemand Geld. Naja, klar, okay, das könnte eine Rolle spielen. Ich bin's gewohnt. Sind Sie reich aufgewachsen? Wohlstand hat für Jedi keine Priorität. Ja, ich war auch arm, aber es war nicht schlimm. Meine Crew und ich haben immer auf kleinem Fuß gelebt. Seitdem kann ich auch Tabak spielen. Ein Spiel um Credits. Merkwürdige Wahl. Ach, wir waren jung. Wir haben um Lebensmittel gewettet. Und um Steine. Leider hat sich das geändert, als wir älter wurden. Bunte Steine waren auf einmal nicht mehr so interessant. Schade, vielleicht ginge es der Galaxis dann besser. Ah, oh, schön. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Ja, ich will die ganze Zeit hier hin. Oh nein. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Ach, verstanden. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Cal, hier drüben. Gute Arbeit auf Pogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Danke. So. Ah. Ist irgendwas kaputt gegangen? Gute Arbeit. Geschafft. Geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so? Mit wem redest du? Mit meinem Schiff. Der Mantis. Guter Name. Klingt gewaltig. Ach, was weißt du schon? Hast wahrscheinlich nie ein Schiff geflogen. Vielleicht bringe ich dir mal bei. Wenn du mit deinem Jedi-Zeug fertig bist, kriegst du auch einen kleinen Nachlass. Auf der Flucht zu sein ist gefährlich. Da sagst du was. Hast du mal wen verloren? Er hieß Prof. Gab sein Leben für meins. Er war sicher ein harter Kerl. Mir nicht ganz unendlich. War er. Seit ich Braka betreten hatte, passte er auf mich auf. Ohne zu murren. Ohne zu murren? Auf dem Schrotthaufen? Hoffentlich war es nicht umsonst. Das ist es nie, Kleiner. Ist es nie.
Gute Landung. Was? Oh ja, ganz locker. Kinderspiel für einen guten Piloten wie mich. Vor allem in einem Klassenschiff wie diesem. Das Baby war ein Mordsschnäppchen. Ich musste aber niemanden töten dafür. Ich hab's gekauft. Also, nicht direkt, aber so gut wie. Also, eine kleine Leihgabe. Naja, eher eine große. Es ist gut. Alles gut. Wirklich gut. Hast du denn kein Jedi-Kram zu erledigen? Los, Kleiner. Ah, die sind ja schon cool zusammen. So. Dann bin ich mal gespannt, was das hier so alles gibt. Hast du schon eine Karte für mich, Kleiner? Ah, okay, rot. Dann schauen wir mal hier rein, ob da irgendwas gibt. Und dann gehen wir nach links. Ah, ja. Immer alles untersuchen. Hey. Also, was war drin? Okay. Ja, wird gekauft. Ups, Entschuldigung. Anpassen. BD-1, blau. Ja, komm, mit dem blauen Lichtschwert. Das muss sein. Was ist hier hinten? Oh, schade. Gut. Hätte ja sein können. Wie BD-1 da hinten so rumdauernd taumelt, so boing boing. Ach krass. Soll ich zuerst dahin oder? Oder, ja, komm. Baufälliger Hangar. Wo du die du? Was ist das? Lagerkissen, ja, wow. Robuste Behälter, ja, wow. Wenn du nicht weißt, was eine Lagerkiste ist, dann weiß ich auch nicht. Hey! Was haben wir gefunden? Neues Poncho-Material. Irgendwie, also... Die sehen alle nicht so super aus. Ich kann sie nicht öffnen. Ja, abgesehen davon, dass du ein Lichtschwert hast. Ja, nee, kannst du. Oh, wow. Jetzt, wo das Projekt ausgesetzt ist, meinst du, dass man uns versetzt? Kann so oder so laufen. Hoffentlich enden wir nicht auf einem anderen abgelegenen. Sturmtruppler. Sturmtruppler, Vorsicht. Stormtrooper. Ja. Mit euch ab. Die sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Ja, scannen die mal. Ich will mehr XP für die haben. Achso. Ja, klar. Ich kann in großer Zahl sehr effizient auftreten, angreifen. Ein Lichtschwerter wirft Schüsse auf dich. Kannst du mich hören? Das Imperium. Sie haben Zepho. Wären sie der Mantis gefolgt, hätten sie uns schon längst umzingelt. Suchen sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Warte, Verpflichtung hat zwei Angriffe. Beißen. Beißt der Beute in die Fersen oder stürzt sich auf einen, der geblockt werden kann? Der nicht geblockt. Ja, alles Fresser. Okay. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Bubu-bibu. Ah. Das ist so ein Stab, oder? Gute Arbeit. Ein Scout Trooper. Der imperiale Elektrostab wird an den Truppen ausgegeben,
die in abgelegenen Regionen stationiert sind, in denen mit unerwarteten Bedrohungen zu rechnen ist. Diese Waffe wurde aus denselben Komponenten der während der Klonkriege eingesetzten Energiestäbe hergestellt, vom Imperium aber modifiziert und modernisiert. Ja, das waren ja die Elite-Drohnen oder nicht Drohnen, sondern Droiden vom General Grievous mit den Elektrostäben. Nochmal kurz, genau, ja, hier komme ich nicht rein. Das soll so sein. So. Hallo. Wow. Die haben ja auch drei Angriffe hier. Tja. Hilfst du mir mal? Stim, BD1. Alter, das war echt gemein vom... Typen, ne? Ihr wisst schon. Ach komm. Du kannst so viel hochklettern, aber das nicht, ne? Du klasse Jedi, du. Vor allem, das ist eine goldene Truhe. Wie komme ich da hoch? Soll es jetzt noch nicht sein. So. Eine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Oh. Versteckt. Eine Stofftuch. Ein Stofftü-Stück. Entschuldigung, mit dem eine Mann bla bla bla, während sie auf der Flucht versuchte, vor irgendwas zu entkommen. Ich würde mal ganz schwer vom Imperium ausgehen, dass sie davor vor der Flucht waren. Ich mach's mal ein bisschen heller. Ah! Ja, okay. Der muss halt so einen Umweg gehen. Dass ich mich mal so über eine Kiste freue. Ja, wir bekommen. Ja! Super! Ja, ich freue mich auch gerade riesig. Viermal Stim. Gut. Maximale Anzahl an Stim-Behältern erhöht. Also, ja. Ich dachte so, ja. Warte. Genau, ich glaube, das war's hier drin. Und dann geht's hier noch rein. Das ist ja fein. So, Entschuldigung. Ah, nee. Wir können ja einfach hier runterspringen. Gut. Und boing. Und dann boing. So. Und jetzt? Ah.
Okay. Dann mache ich hier mal auf, oder? Sehr schön. Gut.